Das, was ich jetzt sage, geht an alle Eltern, die Kinder haben und auch ihre Kinder lieben. Seit 2,5 Jahren erlebe ich es immer mehr. Erstmal zu meiner Person. Ich bin pädagogische Fachkraft. Ich war in Berlin als Schulcoach, Berufetrainer, in der Familienhilfe und so weiter tätig gewesen, in sämtlichen Brennpunktbezirken und habe vieles live miterlebt. Und konnte quasi durch diesen Berufetrainer für junge Erwachsene mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung auch oft sehen, wie Arbeitgeber in Deutschland mit ihren Arbeitnehmern umgehen und habe es auch selbst auf dem Land erlebt. Von daher kann ich aus eigener Person sprechen und auch von meinen Kollegen. Was ich jetzt aber sagen will, ist einfach eure Kinder, um einfach mal, ja, eure Kinder sind nicht austauschbar, eure Arbeit schon. Warum sage ich euch das? Hat einen ganz besonderen Grund. Seit 2,5 Jahren ist das System der Arbeitgeber rückgängig geworden. Viele Arbeitgeber arbeiten jetzt mit dem Bauernprinzip aus dem Mittelalter. So nach dem Motto, du bist mein Sklave, 24 Stunden, 24/7, hier bitte bei uns auf der Arbeit bleiben, deine Kinder, deine Familie, dein Privatleben geht mir einen Scheißdreck an, du hast mir zu gehorchen. Klar wird es jetzt einige Hater geben und sagen, was erzählt ihr denn da von Blödsinn? Ist der irgendwie aus dem Irrenhaus ausgebrochen? Klar, solche Vollidioten gibt es immer. Aber was habe ich zum Beispiel auch selber erlebt? Ich habe zum Beispiel eine Arbeit gesucht, denn ich habe meine sehr gute Arbeit in Berlin aufgegeben für mein Kind, weil ich mein Kind nicht in die Hauptstadt abziehen wollte, da Berlin sehr, sehr kriminell ist, asozial und unfreundlich, die letzten 2,5 Jahre geworden. Und das möchte ich meinem Kind aber nicht antun. Vor allen Dingen die ganzen Gefahren. Deswegen sind wir aufs Land gezogen. Was ist mir da ganz besonders aufgefallen? Die Arbeitgeber zum Beispiel, wenn man eine Arbeit sucht mit Kind. Was wollen die haben? Die wollen einen Arbeitgeber ohne Kind. Wer ein Kind hat, als Mann, also wenn man sich jetzt als Mann bewirbt, heißt es ja, also ihre Frau, so nach dem Motto, hat zwei Titten, eine Vagina und ist sonst weiblich, ist eine Frau von Natur aus, die Frau muss putzen, kochen, Beine breit machen und die Erziehung machen. So habe ich es wirklich hier auf dem Land von den Arbeitgebern und zwar von jedem Einzelnen erlebt. Da gab es bisher keine große Ausnahme. Kinderfreundlichkeit, absolutes No-Go. Von außen ja, aber hinterrücks um Gottes Willen. Also kinderfreundliche Arbeitgeber sind seit Corona, ach das Wort darf man ja nicht mehr sagen, sonst ist man ja ein Leugner, total in den Keller gesunken. Das ist eigentlich schade, denn unsere Kinder sind die Schatzkammer des Landes. Unsere Kinder sind der Nachwuchs der Steuergelder oder der Renten unserer Rentner. Mal anders ausgedrückt, finanziell. Und noch viel, viel mehr. Nur ich habe mal die leichte Version mal ernannt für diejenigen, die nicht so ein bisschen durch die Glasscheibe gucken können. Also es hat viele, viele Faktoren. Alle zu benennen würde jetzt viel zu lang dauern. Es ist aber noch viel zu schade, dass unsere Kinder quasi im Stich gelassen werden. Arbeitnehmer mit Kindern sind das fünfte Rad am Wagen. Das darf nicht sein. Und seit Carola sowieso, seit unser Gesundheitsclown erzählt hat, dass unsere Kinder Krankheitserreger sind, laufende Krankheitserreger sind und unsere Spielplätze abgesperrt wurden und unsere Kinder niemanden mehr treffen durften. Homeschooling für Kinder, die kein Homeschooling machen konnten, total abgeschnitten von der Außenwelt und so weiter. Das ist, wisst ihr eigentlich, was das für die Psyche unserer Kinder zu bedeuten hat? Depressionen, Selbstmord, Tendenz ist extrem hoch gestiegen. Wer mir das nicht glaubt, guckt selber nach. Die Statistik ist öffentlich. Kinder haben Angst um ihre Zukunft. Muss man sich mal vorstellen. Unsere Kinder haben teilweise Angst um ihre Zukunft. Kinder, die eigentlich keine Sorge haben sollten, wie ihre Zukunft ablaufen sollte, sondern einmal auf den Spielplatz gehen,
haben Angst um ihre Zukunft. Wo sind wir denn angekommen? Eltern, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete bezahlen, weil sie ihre Kinder bevorzugen. Und dem Arbeitgeber scheißegal ist. Holst dein Kind dreimal die Woche 15 Uhr von der Kita ab, bist du gekündigt. Kann doch deine Frau machen, die hat Titten. Das ist eine Frau, die ist für den Haushalt verantwortlich. Ey, wo ich solche Sachen gehört habe von irgendwelchen Arbeitgebern. Ey, dass mir sowas kotzen kommt. So fra warum werden die Arbeitgeber, warum gehen die Arbeitgeber so ins Mittelalter zurück? Warum verachten die die Menschen so? Wir sind doch Arbeitnehmer, wir sind Menschen. Wir sind ganz normale Menschen mit zwei Beinen, genauso wie du und ich. Nur du bist eben der Arbeitgeber, ich bin der Arbeitnehmer, aber sonst gibt es keinen Unterschied. Du bist kein Gott, du bist nichts. Du bist nur ein Arbeitgeber. Ohne mich als Arbeitnehmer wärst du eigentlich gar nichts. Anders ausgedrückt. Wir müssen was machen. Denn Kinderschutz ist eigentlich unverhandelbar. Unsere Kinder sind das Hab und Gut. Die Erziehung ist ganz wichtig. Bei mir auf der Arbeit ist es so, wenn irgendwelche Nachmittagsveranstaltungen sind oder Grillen mit der Firma und so weiter, das gibt es bei mir nicht. 15 Uhr ist bei mir Feierabend. Dann hieß es jetzt, ich soll bei der Klassenfahrt mitfahren. Er sagt, nee, meine Kleine ist mir wichtiger, die ist so jung. Und ja, aber nicht, aber das ist mein Kind. Das Leben mit meinem Kind habe ich nur ein einziges Mal im Leben. Diese Arbeit kann ich überall haben. Die Arbeit ist austauschbar. Und eure Kinder oder auch mein Kind ist nicht austauschbar. Die Liebe zu euren Kindern, die Fürsorge, die Zuneigung und das Vertrauen, das hat man nur einmal. Einen Arbeitgeber kann man wechseln. Ein Kind könnt ihr nicht wechseln. Muss ich es noch eindeutiger machen, damit ihr mal begreift, dass eure Kinder wichtiger sind als eure Arbeit? Klar, ihr müsst auch Miete bezahlen, ihr müsst euer Haus bezahlen. Aber es gibt einen ganz einfachen Trick. Für diejenigen, also das sage ich jetzt mal als Berufecoach, bewirbt euch aus der Arbeit heraus. Warum? Aus der Arbeit raus und aus der Elternzeit raus sich zu bewerben, ist eindeutig leichter als mit Arbeitslosigkeit. Ihr werdet eher genommen, als wenn ihr aus der Arbeit euch rausbewirbt. Seht es mal so. Ihr habt mehr Pluskarten, weil der Arbeitgeber, euer Zukünftiger, sieht, ihr wollt in eurer Zukunft besser nach vorne gehen. Und wenn der zukünftige Arbeitgeber auch noch kinderfreundlich ist, eventuell noch mehr zahlt, dann habt ihr doch mal gewonnen. Dann habt ihr doch was Besseres. Wichtig ist, dass ihr aufhört zu jammern. Ich habe aufgehört zu jammern. Ich habe ganz klar gesagt, an erster Stelle steht mein Kind und dann kommt erst alles andere ganz weit dahinter, auch die Arbeit. In meinem Arbeitsvertrag steht zum Beispiel drin, dass ich 100% meiner seelischen und körperlichen Leistungsfähigkeit meine Arbeitsstelle zur Verfügung stelle. Nein, ich gebe 100% nur meinem Kind. Mehr nicht. Arbeit ist für mich nur da, damit die Miete bezahlt wird und dass mein Kind was auf den Tisch bekommt. Und mehr nicht. So, vor meinem Kind habe ich nicht so gedacht. Aber wenn man erst ein Kind hat, wenn man erst die Verantwortung trägt, wenn man erst die Liebe spürt, das Kind entgegenbringt, kennt man seine Prioritäten. Diejenigen, die nicht Eltern sind, die werden es rausfinden, wenn sie Eltern werden. Also die Nicht-Eltern, bitte keine Hate-Nachrichten, die werden eh gelöscht. Kein Problem, ich ärgere mich darüber gar nicht. Negative und ne Hate-Nachrichten werden sofort gelöscht und blockiert, damit das so ja nicht irgendwelche Streitereien zusammenkommen. Also denkt an eure Kinder. Eure Kinder sind nicht austauschbar. Die Arbeit schon.